Der Wettbewerb um die begehrten Plätze in den obersten Suchergebnissen bei Suchmaschinen wie Google nimmt immer weiter zu. Die Auswirkungen von Backlinks auf die Rankings einer Website sind dabei in der SEO-Szene viel diskutiert. Die meisten Experten sind sich aber einig, dass Backlinks von hochwertigen und themenrelevanten Websites auf deine Inhalte sich positiv auf die Rankings auswirken. Leider funktioniert es aber nur selten, dass du auch mit tollen Inhalten immer automatisch auch Backlinks bekommst. Daher ist es sinnvoll, Techniken zum Outreach zu nutzen. In den folgenden Videos werde ich verschiedene Techniken vorstellen. Und heute... starte ich mit der Skyscraper-Technik. Mein Name ist Michael Weckerlin, auch bekannt als Mr. SEO. Ich unterstütze meine Kunden darin, mit ihren Websites mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erreichen. Daneben gebe ich auch Trainings und Workshops. Fangen wir damit an zu klären, was überhaupt Outreach ist. Outreach ist die Kontaktaufnahme mit externen Website-Betreibern mit dem Ziel, einen Backlink auf unsere Website anzufragen. Eine gute Kontaktstrategie trägt dazu bei, die Chance auf eine Antwort und auf einen Backlink erheblich zu verbessern. 5 häufig genutzte Kontaktstrategien sind die Skyscraper-Technik, die Moving-Man-Technik, Gastartikel, digitales PR und Linktausch. In den folgenden Videos werde ich die verschiedenen Strategien erläutern, mit deren Vor- und Nachteilen. Die Skyscraper-Technik ist eine Methode zur Erstellung von Inhalten, die darauf abzielen, die Inhalte eines oder mehrerer Wettbewerber zu identifizieren, die sehr gut performen. Also Inhalte, die gute Rankings erzielen und oder auch viele Backlinks haben. Unser Ziel ist es dann, diese Inhalte in Bezug auf Umfang, Qualität und Aktualität zu übertreffen. Diese herausragenden, wortwörtlich herausragenden Inhalte sind dann eine sehr gute Grundlage für den weiteren Outreach. Die Skyscraper-Technik lässt sich auch sehr gut mit ihrem Namen erklären. Wir schauen uns also eine Skyline, in unserem Fall die Suchergebnistreffer von Google, an und schauen, welche Inhalte ragen besonders hervor. Und diese Inhalte schauen wir uns genau an und bauen einen Wolkenkratzer, der noch höher ist, also in Qualität, Aktualität und Umfang in der Skyline der Google-Suchergebnisse noch höher herausragt. Starten wir mit Schritt 1, der Identifikation von starkem Content. Im ersten Schritt würde ich mir einen Wettbewerber vornehmen, der besonders gut positioniert ist, und seinen Inhalt analysieren mit bestimmten Kennzahlen, zum Beispiel Traffic, Sichtbarkeit und Rankings und Anzahl der Backlinks. So bekommen wir einen Hinweis darauf, welcher Content für uns ein Skyscraper-Content sein könnte, den wir noch besser machen können. Im Folgenden gehe ich den gesamten Prozess der Skyscraper-Technik an einem konkreten Kundenbeispiel durch, aus der Branche der Schädlingsbekämpfung. Ich suche also erstmal bei Google nach dem generischen Suchbegriff Schädlingsbekämpfung. Dort bekomme ich auch viele lokale Suchergebnisse. Die sind mir jetzt aber erstmal egal, weil ich möchte einen Wettbewerber, der ebenfalls bundesweit tätig ist. Dabei stoße ich auf die Firma Anticimex. Diese werde ich mir nun hinsichtlich ihrer Inhalte mal genauer anschauen. Vielleicht ist ja was dabei, was als Skyscraper-Content taugt. Im nächsten Schritt untersuche ich die Webseite meines Wettbewerbers mit einem professionellen SEO-Tool meiner Wahl. Bei mir natürlich SEMrush.
Ich schaue mir vor allem erstmal an, für welche Keywords rankt der Wettbewerber mit welchen Inhalten besonders gut. In diesem Fall verschaffe ich mir einen Überblick und sehe, okay, er rankt mit dem generischen Keyword Schädlingsbekämpfung gut, aber auch für informationelle Suchen, die als Ziel eine Ratgeberseite haben. Vor allem fallen mir hier Themen auf Tauben und Ratten. Jetzt wird spannend. Ich verschaffe mir einen Überblick über die Performance der Landingpages meines Kunden, sortiere diese nach Traffic und sehe, dass einige Ratgeberseiten besonders viel Traffic erzielen. Darunter wieder die Taubenseite, die mir ja vorher schon aufgefallen ist. Dazu kommt, dass diese Seite auch viele Backlinks hat. Das Thema scheint also Potenzial zu haben und ich möchte mir dieses auch für meinen Kunden genauer anschauen. Vielleicht ist das ja ein Hochhaus, was man höher bauen kann als das des Wettbewerbers. Im nächsten Schritt schauen wir also, wie wir diesen identifizierten Inhalt weiter optimieren können. Also quasi einen höheren Skyscraper bauen können, als der schon gut in den Service platziert ist. Es gibt drei Möglichkeiten, die Inhalte zu verbessern. Ich bezeichne das übrigens gerne als Content-Veredelung. Ich finde, das hört sich passend an. Also, was können wir tun? Wir können natürlich erstmal schauen, können wir die Inhalte dieses Artikels inhaltlich erweitern und vertiefen? Dann können wir schauen, können wir diesen Artikel aktualisieren? Gibt es vielleicht aktuellere Fakten, die gut zu dem Thema passen und die wir in den Artikel integrieren können? Und wir können natürlich auch das Layout und das Design verbessern oder vielleicht auch den Artikel erweitern um weitere Content-Elemente, wie zum Beispiel Bilder, Grafiken und Videos. Dann legen wir mal los. Ein gutes Werkzeug, um einen Artikel inhaltlich zu erweitern und thematisch zu vertiefen, kann eine TF-IDF-Analyse sein. Es gibt verschiedene Tools, mit denen du eine TF-IDF-Analyse durchführen kannst. Ich persönlich arbeite gerne mit Termlabs. Hier seht ihr, wie die TF-IDF-Analyse für den bestehenden Taubenartikel aussehen würde. In der dritten Spalte sehe ich, welche Aspekte sehr schwach oder gar nicht vertreten sind. Also in unserem Beispiel zum Beispiel, dass Tauben Schädlinge sind. Auch das Thema Nester von Tauben wird wohl nicht behandelt. Genau hier kann ich ansetzen und den Artikel inhaltlich genau um diese Themen erweitern. Ein weiteres hilfreiches Tool, mit dem man einen bestehenden Text tatsächlich inhaltlich erweitern kann, ist ChatGPT. Mit dem Prompt, was sind weitere Aspekte, die ein Beitrag Wissenswertes über Tauben enthalten sollte, die in diesem Text fehlen, Doppelpunkt, und ich kopiere dann den bestehenden Text da rein, liefert erstaunlich gute Ergebnisse. ChatGPT sagt mir, ein Beitrag Wissenswertes über Tauben könnte folgende weitere Aspekte enthalten. Die Bedeutung von Tauben in verschiedenen Kulturen, die Verbreitung von Tauben in verschiedenen Teilen der Welt und so weiter. Damit kann man durchaus arbeiten. Im nächsten Schritt bieten wir also Website-Betreibern, die auf den Artikel unseres Wettbewerbers verlinkt haben, unseren Artikel an, natürlich mit der Bitte um einen Backlink. Auch dabei helfen einem wieder SEO-Tools, mit denen ich die Backlinks identifizieren kann. Hier am Beispiel SEMrush. Nun biete ich den Website-Betreibern, die auf den Artikel meines Wettbewerbers verlinkt haben, meinen Artikel zum Verlinken an. Ich weise darauf hin, dass dieser informativer und auch aktueller ist. Eine Mail könnte beispielsweise so aussehen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel und ihr müsstet diese gemäß eures Stils und euren Vorstellungen anpassen. Ich komme nun also zum Fazit. Vorab aber eine kleine Bitte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da.
Würde ich mich sehr darüber freuen. Und du kannst natürlich auch den SEMrush-Channel abonnieren, falls noch nicht geschehen. Dann erfährst du regelmäßig Aktuelles über das Thema SEO und Online-Marketing. Nun aber zum Fazit der Skyscraper-Technik. Die Skyscraper-Technik ist also eine Methode, um Backlinks auf die Inhalte deiner Website aufzubauen. An dieser Stelle ist mir ein Hinweis ganz wichtig. Grundsätzlich solltest du immer Inhalte für den Nutzer oder die Nutzerin produzieren und nicht ausschließlich für Google. Das Praktische an der Skyscraper-Technik ist, dass du ja genau dieses Ziel hast, nämlich hochwertigen Content zu schaffen. Das heißt, unabhängig davon, ob du damit Backlinks bekommst oder nicht, wird oder hat dieser Content gute Chancen darauf, gut zu ranken, wenn er wirklich gut ist und der beste Content ist. Also der Skyscraper in der SERP-Skyline. Die Skyscraper-Technik umfasst also drei Schritte. Im ersten Schritt identifizierst du hochwertigen Content deines Wettbewerbers. Im zweiten Schritt veredelst du diesen Content und machst ihn aktueller, vertiefst ihn und achtest auf ein noch besseres Layout, vielleicht auf weitere Content-Elemente und schaffst richtig guten Content für die Nutzer und Nutzerinnen. Im dritten Schritt schreibst du dann Website-Betreiber und Website-Betreiberinnen an und sagst genau das, dass du nämlich einen super Artikel zu einem Thema hast und diesen anbietest und um einen Backlink bittest. Grundsätzlich, wenn du super Inhalte erstellst, wirst du Backlinks bekommen und wird Google dich belohnen. In dem Sinne, los geht's.